Heute ist Dienstag, es ist ganz schön früh Uhr morgens. Und wir sind gerade dabei, im Southampton anzukommen, festzumachen. Kennt jeder, Southampton, 1912 von hier, das Schiff, ne, Tut, Eisberg, blub, Titanic. Von hier aus ist das Schiff damals losgefahren und ja, historischer Ort sozusagen für alle Seefahrer und Seefahrerinnen. Und Mel hält sie jetzt auch. Hab dich. Ist das Ding eigentlich an? Ja klar. Ach, du Profi, oder? Ist an? Und an meiner Seite steht ein junger Mann, der Chris. Und Chris ist vom Ton. Ich bin der König der Welt. Der macht den guten Ton hier. Das heißt also, vor 6 Uhr morgen geht hier keiner ins Bett, weil solange Chris nicht aufwacht, läuft die Musik. Können die machen, was sie wollen. Das ist so laut. Wir sind in England, wir liegen links an. Merkst du, ne? Ja. Hey, 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 Könnt ihr die uns einen Kaffee mitbringen, wenn ihr wieder vorbeikommt? Zwei, drei. Ja, ich auch. Milches haben wir da, Zigaretten haben wir da. Süß und blond. Die war dunkelhaarig. Nein, mein Kaffee. Ach so. Das ist der Hafen in Southampton. Morgens um 11:15. Das ist hier ziemlich tote Hose, würde ich sagen. Und die Jungs und Mädels pilgern hier gerade die Herbert Walker Avenue hinunter. Immer schön slow, so wie es auf dem Schild steht. Die machen Sightseeing in Southampton und ich gehe heute Steine gucken. Also ab zum Bus. Hallo! Fahrer heute ist Paul. Wir sind die einzigen Leute hier mit weiß gekleidet, okay? Very nice cruise. This is Paul, our bus driver. Hello. Und das ist Anja. Anja. Anja ist unser Host und zeigt uns Stonehenge. Ja. Ja, das finde ich gut, Anja. Ja, ich auch. Wie oft warst du schon hier? Ich bin jetzt das erste Mal hier. Nein. Ja. Bist du ja genauso jungfräulich wie ich. Also was die Steine angeht, meine ich. Genau. Ja, da sind wir beide mal gespannt, oder? Ja. Ja, freust du dich auch ein bisschen? Total. Ich mich auch. Yeah.
Das ist eine Blaumeise. Oder ein Blaukehlchen. Oder, jetzt ist er weg. Das war Stonehenge und weiter geht's nach Salisbury. Unser Chauffeur ist wieder da. Jetzt geht's ab zurück zum Chef. Salisbury, goodbye. Southampton. Literally just got changed and yeah. It was a good one. Yeah, it was a great concert and we'd like to thank everybody who came to see us here in Southampton. All the guys from the Full Metal crews and all the British people that came. It was a fantastic show and we'll see you all. See you in Hamburg actually, won't we? On Saturday. See you in Hamburg on Saturday, yes. Yeah. At the Hamburg Docks party. Yes. Yeah. Tschüss England, unser Schiff legt ab und auf dem Pooldeck heißt es jetzt Vorhang auf und Bühne frei für In Extremo. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg in unseren ambulanten Merch-Bereich. Master of Merch. Was ist das beliebteste Shirt? Allgemein haben die Leute natürlich Lust, sich ein Andenken von der Crew zu holen, das Crew-Shirt. Und heute scheint es ein bisschen kalt zu werden, weil, wie du eben vielleicht gemerkt hast, die Leute sind reingekommen, haben alle Hoodies gekauft. Jeder will ein Andenken von dieser wunderbaren Metal Cruise haben. Ui. Ich habe einen schönen Pullover gekauft. Ich habe den gekauft. Na gut. Ich habe einen schönen Pullover geschenkt gekriegt. Die denken aber auch an alles hier. Wenn bei einem der Lack ab ist, dann gibt es Metal Polish. Hello! Having a good time!
Full Metal Cruise. Metal vom Feinsten. Es ist ein Traum.